Hallo und herzlich willkommen, liebe Steinböcke, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurer Monatslegung für den Mai 2023. Ein herzliches Hallo an alle alten Hasen und ein schön, dass ihr mich gefunden habt, an alle Neuzugänge. Wir haben heute die Monatslegung für den Mai für alle Steinböcke, die den Steinbock als Standzeichen im Mond, Venus oder als Aszendent haben. Wichtige Infos vorab, es handelt sich um eine allgemeine Legung, das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie für den Mai 2023 festgelegt habe. Sollte dir die Legung zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße fallen, hat sie vielleicht einen hilfreichen Impuls für dich im Gepäck. Rollen können natürlich vertauscht sein und ich bitte dich, schau die Legung immer in deiner eigenen Verantwortung und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach's auch nicht zu deiner Legung. Gut, Wilma ist natürlich auch am Start und guckt, dass hier alles seine Richtigkeit hat. Wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel von Jean Ruland, dem Arcanum-Tarot von Los Garabeo, Erat Ali Quando von Yonanda Latura und dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Selbstverständlich gibt's für euch, liebe Steinböcke, auch eine Faul-Rune dazu. Infos zu den verwendeten Kartendecks und den Link zu unserem Shop, wo ihr auch die Runen erhalten könnt, findet ihr unten in der Infobox. So, und jetzt geht's los, liebe Steinböcke. Schauen wir mal, welches Krafttier euch im Mai 2023 begleitet. Welches Krafttier begleitet die Steinböcke im Mai 2023? Welches Krafttier begleitet die Steinböcke? Da haben wir es schon. So, wir haben den Kolibri. Herzfrequenz. Das Juwel in deinem Herzen beginnt zu leuchten und zu strahlen und schenkt dir neue beglückende Erlebnisse in der Liebe. Oha, im Wonnemonat Mai seid ihr wohl auf Liebe gestimmt, liebe Steinböcke. Dann schauen wir doch mal, was war, was ist. In welcher Energie starten die Steinböcke in den Mai? So, ich rück das gleich mal ein bisschen rüber, dass wir dann genügend Platz haben. So, Kuddelmuddel mit den Karten. So, jetzt aber. So, was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke in den Mai? Der Page der Münzen. Also mit dem Page der Münzen scheint ihr vielleicht an einem neuen Projekt oder in einer neuen Situation zu sein, an der ihr beständig arbeitet. Der Page der Münzen ist von der Energie her so der klassische Lehrling, der sich in ein neues Aufgabengebiet einarbeitet. Das macht er zuverlässig und beständig. Vielleicht nicht unbedingt auf die schnellste Art und Weise, aber sehr, sehr ausdauernd. Schauen wir mal, was hier Erat Ali Quando dazu ergänzen möchte. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke, ne? In den Mai 2023? Was war, was ist? Da haben wir schon eine und noch eine. Ups, heute springen sie aber bei euch. Wir haben den Storch. Wir haben die Maus. Ich zeige euch die Karten natürlich dann gleich in die Kamera. Wir haben den Uhu und den Zyklus. Jetzt schauen wir gleich nochmal, was das Lenormand dazu ergänzt. Und dann gehen wir in die Deutung. Den Bau und den Klee. Mhm. Also, ihr arbeitet beständig an etwas. Vielleicht habt ihr auch etwas Neues, in das ihr euch hier einarbeitet. Mit dem Storch ist das, woran ihr arbeitet, mit dem ihr gerade startet, etwas, das noch ausgebrütet werden muss.
Der Storch im Lenormand wäre ja die positive Veränderung. Der Storch im Erat Aliquando hat seine Flügel nicht ausgebreitet und man sieht, es sind Eier im Nest. Also etwas wird zur rechten Zeit schlüpfen, an dem wird aber noch gearbeitet. Vielleicht ist es auch eine neue Idee, die ihr hier habt als Page der Münzen, an welcher ihr arbeitet und wo ihr eben in so einem Reifungsprozess seid, wann und wie ihr dieses Ei zum Schlüpfen bringen könnt. Und dass ihr das zum Schlüpfen bringen werdet, das sagt mir ganz klar die Maus, die hier daneben liegt. Denn die Maus hat einen Dietrich in der Hand und die Maus findet immer eine Lösung und einen Weg. Und da könnt ihr euch auf euer Wissen berufen. Also zum einen, wenn es hier um Wissensaneignung geht, wird euch der Uhu hier unterstützen, ja, dass ihr dieses Wissen auch euch gut aneignen könnt. Zum anderen steht in diesem Buch, du bist alles und alles bist du. Ihr habt also schon eine Lebenserfahrung und Wissen, auf das ihr hier zurückgreifen könnt. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass hier noch etwas in den Kinderschuhen steckt, was wachsen darf. Das besagt mir eben auch der Zyklus. Vielleicht ist hier ein neuer Zyklus losgegangen, was auch die Energie des Pagen der Münzen signalisieren würde. Ne? Ein neuer Zyklus hat angefangen. Man ist hier noch in so einer Lehrlingsposition. Der König der Münzen wäre dann die entwickelte Persönlichkeit. Also seid ihr hier irgendwie am Beginn eines neuen Zykluses. Ihr könnt hier schon auf Wissen und Erfahrung zurückgreifen und dennoch sind gewisse Dinge noch nicht bereit zu schlüpfen. Hier ist es aber auch so, dass das Wachstum mit dem Klee in kleinen Schritten immer weiter vorangeht. Der Klee ist eine schnelle Energie, steht für 2 Tage, 2 Wochen und der Baum steht schon für etwas, für eine langfristige Energie, etwas, das im Leben vielleicht auch wachsen soll. Also, ob das jetzt beruflich, privat ist, die Liebe betrifft, das könnt ihr natürlich in eurer eigenen Verantwortung schauen, auf was ihr diesen Pagen der Münzen in der Situation, die wir hier haben, in der ihr startet, bezieht. Schauen wir mal, was kommt denn auf euch Steinböcke zu? Was kommt im Mai auf die Steinböcke zu? Oha! Wir haben die 6 der Münzen und das Gericht. Okay, also, die 6 der Münzen ist die klassische Karte der Großzügigkeit. Bei der 6 der Münzen geht es immer ums Geben und Nehmen. Auch darum, dass man sich vielleicht auch damit befassen kann, ob Geben und Nehmen hier immer im Gleichgewicht sind. Und hier erfahrt ihr eine Art Weckruf mit dem Gericht. Das Gericht ist auch immer der Aufruf, eine Bestandsaufnahme im Leben vorzunehmen. Und vielleicht, weil wir haben hier ja den Kolibri mit der Herzfrequenz, ne, dass dein Herzensjuwel zu leuchten beginnt und dir neue beglückende Erlebnisse in der Liebe schenkt. Also vielleicht ist es wirklich so, dass ihr einen Weckruf erhaltet, um zu erkennen, wie viel Großzügigkeit in euren gelebten Verbindungen, ob das jetzt liebestechnisch oder privat ist oder beruflich, wie viel Großzügigkeit ist da vorhanden und wie ausgewogen ist Geben und Nehmen in diesen Verbindungen. Schauen wir mal, was Erat Aliquando noch ergänzt. Was kommt hier auf die Steinböcke im Mai zu? Die Schnecke. Das Schneeglöckchen, eine, wo ich noch nicht sehe, und nochmal 2. Okay, und ihr liegt als verdeckte Energie hier drunter, die Dame. Ihr als Zuschauer seid für mich immer die Dame, egal ob ihr männlich oder weiblich seid. Und euer Gegenüber wäre immer der Herr. Wir haben die Schnecke, wir haben das Schneeglöckchen, wir haben die 7-Meilen-Stiefel, Wolkenkuckucksheim und den Mangel. Da bin ich ja jetzt gespannt. Und dann schauen wir mal, was hier das Lenormand noch ergänzt. Eine haben wir schon. Gut. Also, da haben wir den Herrn und den Mond.
Also, wenn ihr es hier, was Geben und Nehmen angeht, ne, ihr steht hier, glaube ich, schon an einem Neuanfang. Das ist auch, dieser Neuanfang zeigt sich mir hier auch mit dem Schneeglöckchen, das für den Frühling steht. Ja, das Schneeglöckchen ist ein zartes Pflänzchen, das ist also ein zarter Neuanfang, der hier im Feld ist. Und mit der Schnecke habt ihr es allerdings mit einem etwas zähen Frühlingserwachen zu tun. Die Schnecke kann eine langsame Person bezeichnen. Also wenn ihr jetzt auf einen Gegenüber schaut, dann wäre hier die Schneckenenergie wirklich, ja, wir haben einen Termin. Ach, da ist ein lecker Löwenzahn. Den könnte ich noch ein bisschen mümmeln, bevor ich mich mal auf den Weg mache. So, das ist die Energie der Schnecke. Und ihr hingegen, so nehme ich nämlich euch wahr, wir haben hier die 7-Meilen-Stiefel, ne? Da liegt dieser Neuanfang zwischen euch und ihr seid so als Steinbock, ihr geht in die Handlung, ihr geht in die Verantwortung, ihr seid ein Erdzeichen, ihr wollt das manifestieren, ihr wollt umsetzen, ihr wollt Dinge ins Leben bringen. Ne? Und das ist dieses Spannungsfeld, in dem ihr euch hier befindet. Egal, ob das jetzt beruflich, privat oder liebestechnisch ist, ihr habt es hier mit einer langsamen Energie zu tun. Und während ihr hier mit den 7-Meilen-Stiefeln richtig Gas geben wollt, kollidiert ihr wahrscheinlich immer damit, dass der andere vielleicht nicht genug Energie hineingibt oder nicht genug Engagement zeigt in dieser Situation. Und hier taucht für euch ein Thema auf, das auf einen Mangel hinweist. So, Wolkenkuckucksheim besagt normalerweise von der Illusion zur Vision. Und mir kommt hier an, dass ihr den Eindruck habt, dass bei eurem Gegenüber diese Vision, die in euch ist, weil wir haben hier den Kolibri mit der Herzfrequenz, ne? Also ihr habt, glaube ich, da schon an dieser Angelegenheit oder Situation, an der ihr hier mit dem Page der Münzen arbeitet, ihr habt da so eine höhere Vision, die euch trägt. Ja, wo ihr auch sagt, ja, da kann ich mir was Lebenslanges, was Langfristiges vorstellen. Aber bei eurem Gegenüber oder in der Situation, mit der ihr es zu tun habt, mangelt es einigen an der gleichen Vision. Und ja, das ist, glaube ich, dieses Spannungsfeld, wo ihr so drin steckt. Ihr seid vielleicht so echt in der Macherenergie und sagt so, hey, ich will lernen, ich will da vorwärts kommen, ich will machen und tun. Und irgendwie euer Gegenüber, ne, ist ja auch der Mangel, spiegelt auf die Schnecke. Also dem mangelt's an derselben Vision. So, und jetzt haben wir hier den Herrn, also könnte das euer Gegenüber sein, und den Mond. Es kann jetzt auch sein, ihr wisst, Rollen können vertauscht sein. Ne? So wie es bei mir jetzt reinkommt, geht es da darum, dass ihr in eine gefühlvolle Handlung kommen müsst, um mit dem Mond, der steht nicht nur für die Gefühle, für die Nacht und für den Mond an sich eben, sondern er steht auch manchmal für den Erfolg. Und wenn ihr den vollen Erfolg hier mit dem Mond einfahren wollt, seid ihr angeraten, gefühlvoll zu handeln. Denn die männliche Energie ist die Energie des Entscheidens und des Handelns. Und ihr seid angeraten, gefühlvoll zu handeln. Das wäre jetzt die eine Deutung. Die andere Deutung kann sein, dass dieses Gegenüber, ne, weil es wendet sich ja jetzt von der Blickrichtung aus eurem Blatt hinaus, vielleicht noch mit anderen Gefühlsthemen konfrontiert ist, die er sich gerade anschauen darf, muss, soll, kann, wie auch immer. Gut, schauen wir mal, was ist denn der Tipp des Universums für euch, liebe Steinböcke? Was ist der Tipp des Universums? Da haben wir ihn schon. Die 6 der Stäbe. Oh, und die 2 Kelche als verdeckte Energie. Das ist spannend. Also die 6 der Stäbe ist die Energie der siegreichen Heimkehr. Siegreiche Heimkehr heißt, Stäbe ist Feuerenergie.
Und ihr seht, dieser Lorbeerkranz, der hier auf diesem Stab balanciert wird und die Menschen jubeln diesem glorreichen Ritter zu. Ihr seid wirklich aufgefordert, auch wenn ihr hier noch an am Anfang von dem Projekt steht, wo gearbeitet werden darf, dürft ihr euch eurer Erfolge bewusst machen und euch auch in diesen Erfolgen sonnen oder baden. Ja, also lasst euch nicht zermürben, wenn hier eine Person oder Situation irgendwie sehr langsam ist, dann mag die das ja sein, aber die muss euch ja nicht ausbremsen. Also genießt trotz allem eure Erfolge und tut alles, um die Dinge zum Erfolg zu bringen, wenn es euch das wert ist und aus eurem Herzen entspringt. Schauen wir mal, was sagt denn Erat Aliquando noch als Tipp des Universums für die Steinböcke? Was ist der Tipp des Universums für die Steinböcke? Da haben wir den Goldfisch, die uralte Mooreiche, was haben wir noch? Die gute Stube. So. Die Taube und die leere Karte. Okay, schauen wir gleich noch, was das Lenormand zu ergänzen hat. Hoppala. Jetzt aber. Aha, das Herz und die Wege. Okay, also, ich habe gerade gesagt, besinnt euch auf eure Erfolge. Ne? Genießt diese Erfolge, die ihr erreichen könnt, auch wenn ihr es mit einem langsamen Gegenüber oder einer langsamen Situation zu tun habt. Bringt die Dinge voran, die ihr voranbringen könnt und genießt diese Erfolge. Es gibt hier mit dem Goldfisch, ne? Ist hier einiges im Fluss, aber auch noch verschleiert. Der Goldfisch sagt zum einen, kann der einen Geldsegen ankündigen. Er steht natürlich für die Energie, ne, wie ein Fisch im Wasser. Aber mit seinen vielen Flossen, die dieser Goldfisch hat, kann er manchmal auch Dinge verschleiern. Und vielleicht sind euch hier einige Dinge noch nicht bewusst. Und da solltet ihr mal hinschauen mit der uralten Mooreiche, woher ihr diese langsame Energie, die euch hier so triggert, wo jemand so zögerlich ist und ihr damit das Gefühl habt, dass ihr mehr gebt als euer Gegenüber oder euer Arbeitskollege oder ne, egal um welche Situation es hier geht. Reflektiert, woher ihr dieses Verhalten kennt und was das mit euch macht und wie ihr diese Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt, in euch selbst befriedigen könnt. Wenn, also ich habe hier so das Gefühl, hier geht es um, ich habe hier die gute Stube und die Taube. Und die Taube steht normalerweise für friedvolle Kommunikation. Und ich glaube, mit diesem Goldfisch, der uralten Mooreiche, der guten Stube und der Taube geht es hier wirklich um eine friedvolle Selbstkommunikation. Also das ist so, wie wenn ihr ein Selbstgespräch führen würdet, ne? Wenn ihr euch also irgendwann, wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr euch wieder aufregt, weil das alles zu langsam geht oder der andere nicht in die Pötte kommt oder, dann seid in der friedvollen Kommunikation mit euch selbst. Entschuldigung. Denn wenn ihr hier friedvoll für euch dieses alte Muster, das hier wieder auftaucht, die uralte Mooreiche taucht ja aus der Vergangenheit wieder auf, dann könnt ihr hier mit der leeren Karte alle Kräfte ins Wirken bringen. Und vielleicht sogar der Schnecke mal ein bisschen PS unter ihre langsame Kriecherei machen. Es geht hier für euch wirklich darum, in Herzensangelegenheiten aufzuräumen und dann auch eine Entscheidung zu treffen.
Ja, also aufräumen erstmal bei euch selbst. Was taucht da an alten Erinnerungen, alten Geschichten wieder auf, die mit dem Thema Geben und Nehmen zu tun haben? Wertschätzung und beglückenden Erlebnissen in der Liebe. Und da heißt es wirklich erstmal in euch selbst aufzuräumen, damit ihr dann wirklich jetzt ohne Überheblichkeit oder Arroganz eure eigenen Erfolge genießen könnt und siegreich bei euch heimkehrt. Wie geht es weiter? Es gibt hier nämlich eine Heilungsarbeit, was Verbindungen auf Augenhöhe angeht. Die 2 der Kelche ist die klassische Seelenpartnerkarte. Hier begegnen sich 2 Menschen auf Augenhöhe, beide haben einen gefüllten Kelch, beide füllen sich gegenseitig die Kelche und es ist wertschätzend und hier fließt es. Ja, die 4 der Schwerter ist die, im Endeffekt würde ich mal sagen, eine Heilungskarte, die eine seelische Verschnaufpause anzeigt. Dieser Herr hier ist auch in so einer meditativen Haltung, also ihr seid ja mit dem Kolibri eh schon in dem Thema, euer Herzensjuwel zum Leuchten und zum Strahlen zu bringen und eben auch beglückende Erlebnisse in der Liebe zu erfahren. Und die erfahrt ihr wirklich, ne, im Weiteren, wenn ihr vielleicht auch in so einer meditativen Kontemplation in euch selbst erkennt, was eben hier mit Geben und Nehmen noch dem Ausgleich bedarf. Ihr dürft also im Weiteren dann wirklich die Realität unter die Lupe nehmen. Schaut genau hin, macht Feinschliffarbeit, wo ein Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen herrscht, setzt euch dafür ein, dass ihr dieses Gleichgewicht hinbekommt. Okay, welche Rune begleiteten euch, liebe Steinböcke, im Mai 2023? Welche Rune begleitet die Steinböcke? Da habe ich sie. Die Wunjo. Na, besser geht's doch nicht. Die Wunjo ist die Wunscherfüllung. Die Rune, die besagt, alles wird gut. Du musst dir nur klar sein, wo ist dein Zielfähnchen? Na, die sieht so ein bisschen aus wie ein Zielfähnchen. Wo willst du das stecken? Aber im Endeffekt ist die Wunscherfüllung klar. Geh in die liebevolle Selbstkommunikation, kehre siegreich zu dir selbst heim. Finde eine gefühlvolle Handlungsweise aus deinem Herzen heraus, um diese Schneckenenergie in deinem Leben zu wandeln oder vielleicht auch deine Perspektive darauf zu wandeln. Ja, das war eure Legung für den Mai 2023, liebe Steinböcke. Ich freue mich über eure Likes, Abos, Kommentare, Feedbacks und wenn ihr meine Videos teilt, fühlt euch umärmelt und gedrückt und ich sage bis zum nächsten Video. Habt einen zauberhaften Mai. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.